Okay, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, was geht ab? Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's allen gut soweit. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende wirklich gut überstanden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Montag. Genießt ihn, habt Spaß und bleibt gesund, denn das, wie ihr wisst, ist nach wie vor die Hauptsache und das einzig Wichtige. Und damit ganz herzlich willkommen zu Intro von Katja. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf, wurde sich unglaublich oft gewünscht. Ich war jetzt 3 Wochen lang im Urlaub, somit hatte ich keine Möglichkeit, auf neue Sachen zu reagieren. Für die Leute, die mir auf Instagram folgen, wissen das. Das war euer Stichwort, folgt mir auf Instagram, ganz, ganz wichtig. 3 Minuten 53 Intro. Mir wurde gesagt, dass das ganze Ding sehr emotional wird. Fühle ich direkt, feiere ich diese emotionalen Dinger generell, egal von wem. Liken, Supporters, Kamord, Resonanz, unglaublich gut. Produziert ist das Ganze von Rocks, gemixt und gemastert von Lex Barkey. Ich bin sehr gespannt. Neues Album ist auch angekündigt. Am 4.2.2022 kommt Pussy Power. Dicker, einfach ein guter Name, ne? Pussy Power für ein Album. Crazy. Ich bin sehr gespannt. Wenn euch das Video gefällt, abonniert, wenn es euch gefällt, supportet mich auf jeden Fall. Würde mich mega, mega freuen. Wir starten direkt rein. So, jetzt werden wir alle ein bisschen ruhiger. Wir fahren runter. Wir machen unsere Ohren auf und hören ihr zu. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich drauf. Mir wurde im Voraus mitgeteilt, dass es sehr emotional wird, dass es so ein Storytelling-Ding wird. Ich bin sehr gespannt. 3 Minuten 53, Abfahrt. Ist die Statue in der Box, also im Album drin? Dann hole ich es mir. Ist eine schöne Statue. Oh, ich mag so Storytelling-Sachen. Egal wer es ist, ich mag sowas. Und hätte mir nicht die halbe Welt vorher auf Instagram gesagt, hey, das wird sehr emotional, sie erzählt ihre Geschichte, Storytelling, dies, das, hätte ich es jetzt spätestens bei der Reaktion gesagt. Das Sample, Instrumental generell, das lädt ja quasi dazu ein, seine Geschichte zu erzählen, in dem Fall ihre Geschichte. Schön emotional, viel Platz für ihre Stimme, schön. 1996 hab ich das Licht der Welt Ist sie 96er Jahrgang? Ich bin 98er, yo! 1996 hab ich das Licht der Welt gesehen. Wachte auf im Plattenbau, denn Mama hat das Geld gefehlt. Keine Rettung mehr zur Zeit. In der Tschechoslowakei hatten Hunger, aber keiner, der die Rechnungen begleitet. Oh, ich mag's, Dicker. Da kann man sagen, was man will, und da werde ich auch gar nichts dran aussetzen. Oh, ich mag sowas. Deswegen feiere ich zum Beispiel auch von Genetik Supernova oder Diamant, weil einfach eine Geschichte erzählt wird. Da wird sich Gedanken gemacht, was erzählt wird, und nicht nur eine plumpe Kacke so, ja, Shaitan ist hinter mir mit 300 in die Leitplanke und hier noch ein Lambo und hier noch ein Rolls Royce, da noch eine Line und da noch, da wird sich Gedanken gemacht, Dicker, da hört man doch gerne zu, oder nicht? War keiner, der die Rechnungen begleicht, und er sagt, er ist da, später lässt er uns allein, keine Aussicht, und ich schwör's dir, es könnte dreckiger nicht sein, zwischen nice. Drogen, Prostitution und Gesetzlosigkeit, wollte sie uns von den Fesseln befreien, also fuhren wir. Also ich sag jetzt durchgehend nur nice, nicht weil ich jetzt irgendwie diese Thematik super, super geil finde, so. Ich wünsche niemandem, dass er irgendwie in solchen Verhältnissen, wie sie jetzt gerade beschreibt, aufwächst, geschweige dann irgendwie seine Kindheit verbringen muss. So Gott wollte, habe ich eine wunderschöne Kindheit gehabt, bis dato alles, alles wunderbar gewesen, so. Ich sag einfach nur nice, weil sie da steht, auf einem Beat einfach ihre Geschichte erzählt. Einfach den Mut dazu hat, ihre Geschichte von A bis Z jetzt uns wiederzugeben, uns zu erzählen. Finde ich super, super stark. Vollsten Respekt. Sie uns von den Fesseln befreien, also fuhren wir nach Deutschland. Mit etwas Hoffnung in der Reisetasche. 4 Kinder und sie wollte keine alleine lassen. Du hast gemacht. Ist nice. Oh, ist schön, Dicker, ist schön. Wisst ihr, was ich gerne machen würde, gerade bei solchen Tracks? Was ich eigentlich immer mache danach? Ich höre mir den Track an und mache die Augen zu. Und hab dann so meine Bilder davor, wie ich mir das vorstelle. Boah, Dicker, das ist schön. Sie malt da schöne Bilder im Kopf, ohne Scheiß. Du hast gemacht, was du musstest, Mom. Andere wären daran kaputt gegangen. Papa lügt mich ständig an und sagt mir, ich lieb dich, mein Schatz. Aber Papa ist betrunken und weiß nicht, was er macht. Überall Whisky und Schnaps. Sitzt im Zimmer bei Nacht, wieder mal krache. Sie streiten und aus Liebe wird Hass. Oh, Dicker.
Guck mal, ich sag's jetzt noch mal hier. Es ist mir egal, wie oft ich sag, ne? Gerade die Kindheit ist sowas Wichtiges, Kostbares und sowas Schönes für ein Kind und sowas Wichtiges. Man lernt alles. Alles, von A bis Z. Und wenn zum Beispiel jetzt hier der Vater zum Beispiel ein Elternteil fehlt oder noch schlimmer, dass die beiden Elternteile verstritten sind und man es tagtäglich mitbekommt, wie durch Tür und Angel irgendwelche Sachen fliegen so, dann ist es unglaublich schlimm für ein Kind so, generell auch für die Zukunft. Oh, Digga, das ist... Ich könnte es richtig ausholen, aber mal. Sie streiten und aus Liebe wird Hass, ist so wie tief ihre Wunden sind. Wenn der Mann, der sich der Vater nennt, auf einmal deiner Mutter droht, sie umzubringen. Danke, Papa, danke. Ah, Digga. Ihr wisst, ich mag so Storytelling-Sachen, so emotionale Sachen, so, ne? Aber. Oh je. Zu bringen, danke, Papa, danke dir. Aber Drums sind hart, ne? Danke, Papa, danke dir. Drums, also generell harte Key, auch relativ laute Heads. Zu bringen, danke Papa, danke dir. Auch hartes, lautes Snare. Meine Freunde hatten Angst vor dir, sah wie alles seinen Glanz verliert. Wir sind gegangen und nie wieder gekommen. Anstatt mir meinen Wert zu zeigen, hast du ihn mir genommen. Warum bist du nur so seltsam, warum kannst du dich nicht ändern? Du nanntest dich mein Vater, doch für mich bist du ein Fremder. Ah, Digga. Guck mal, auch solche Zeilen, ne? Du nanntest mich dein Vater, doch für mich warst du wie ein Fremder oder so. Digga, das ist sehr schlimm, ohne Scheiß. Ich weiß nicht, ob da jetzt in meinem Video Eltern zugucken oder werdende Eltern oder irgendwas. Ey, bereitet euren Kindern die schönste Kindheit. Das geht, ne? Natürlich, es geht nicht immer. Finanzielle Sachen kommen dazu, dann passiert das. Aber versucht wirklich auch im Kind die schönste Kindheit zu bieten. Das verdient, ne? Oh, Digga, ich kann nicht mehr reden. Ohne Scheiß. Und wenn ihr Probleme habt, ne? Irgendwelche Spannungen zwischen euch und sowas, lasst es nicht unbedingt an eurem Kind raus oder eurem Kind irgendwie fühlen, spüren so. Macht es nicht. Du ein Fremder, immer im Rausch und die Lichter gehen aus. 3 Jahre Anklage wegen Kindesmissbrauch. Ah, Digga, das wird ganz träge, das wird ganz böse. Wegen Kindesmissbrauch, das allerletzte Mal vor Gericht gesehen. Doch es fiel mir so schwer, dir ins Gesicht zu sehen. Wir standen wieder mal allein, da hat der Weg sich gelohnt. Nacht- und Nebelaktion, wir waren's vom Leben gewohnt. Nacht- und Nebelaktion, hat sich der Weg hier gelohnt. Also Digga, sie rappt es auch nice. Und jeder, der mir sagt jetzt, hey, ja, ist aber eine weibliche Künstlerin, dies und das, und die haben nichts im Rap verloren. Digga, bitte halt dein Maul, bitte, sei ruhig einfach. Das ist teilweise mehr Hip-Hop als Sachen, die ich donnerstags höre, ohne Scheiß. Wo ich dann wieder höre, ja, ich hab die gefickt und dann rauchen wir hier noch 2 Gramm und dann geht's hier lang und nach Amsterdam und da hole ich die paar Kisten rüber, dies und das. Digga, wenn jemand so viel Mut hat und da steht und sagt, hey, ich möchte so meine Geschichte so hart und so real wie möglich den Leuten wiedergeben, so fürs neue Album, hat es meinen vollsten Respekt. Nacht- und Nebelaktion, wir waren's vom Leben gewohnt. Haben alles, was wir hatten, in einen kleinen Wagen verstaut. Plattenbau raus aus Papa sein Familienhaus. Auch wie das Video, so quasi das, was sie rappt, wieder widerspiegelt, finde ich schön. Aber trotzdem immer dankbar, auch wenn eine Menge fehlt. Viele Krisen, doch wir blieben auf dem rechten Weg. Sie gab alles, denn sie wollte uns immer lächeln sehen. Mama ging putzen, damit es uns nicht dreckig geht. Von ihrem letzten. Mama ging putzen. Damit es uns nicht dreckig. Mama ging putzen, damit es uns nicht dreckig geht. Ganz kurz, ist eigentlich eine geile Zeile, weil sie geht putzen, sie möchte das Geld nach Hause holen, logischerweise, aber sie sagt ja auch in der nächsten Line, damit es uns nicht dreckig geht, ne? Das ist nice. Von ihrem letzten Geld holte sie die erste Cam. Von der ersten Cam kamen auch die ersten Fans. Von den ersten Fans kam auch der erste Benz. Auch wenn sie mich das letzte nennen, setze ich als erste Trends. Nice. Ist nice, ohne Scheiß. Man kann, wie sie auch gesagt hat, so, ne, man kann halten von ihr, was man möchte, so. Aber Dicker, das hat meinen vollsten Respekt, ohne Scheiß. Das Album, das komplette Album kann jetzt Schrott sein. Das Intro hat meinen vollsten Respekt, ohne Scheiß. Ich bin nicht der größte Fan von ihr, wisst ihr auch. Aber Dicker, das ist Bombe. Ohne Scheiß. Diszipliniert, hab mein Image kreiert, bin nicht wie ihr, hab mich nie angepasst, jetzt wollen sie kopieren. Neue Schule, aber was für ein Gefühl, wenn sie dich auslachen und du zum Lehrer gehst und die das auch machen. Ich hielt mein Fokus und der.
Ah, Digga, das ist böse, böse, böse. Machen. Ich hielt mein Fokus und der Rest war mir egal. Mit Minirock im Sekretariat und der Lehrer, der mich fragt, warum denn mein Klamottenstil so offen ist. Wenn er nur wüsste, dass ich innerlich verschlossen bin. Ein paar Jahre. Guck mal, hier auch, man kann auch sagen, sie rappt sehr, sehr monoton ist über diesen ganzen Track. Sie hat jetzt nicht viel Range in ihrer Stimme drin, die sie jetzt probiert, so muss sie meiner Meinung nach hier auch überhaupt nicht. Ich finde, man hört hier auch sehr, sehr krass diesen Schmerz und diese Kälte raus, die sie über diese Jahre angesammelt hat, in sich reingefressen hat. Ich finde es gut, genau so, wie sie es macht, ohne Scheiß, so monoton. Wisst du, dass ich innerlich verschlossen bin? Ein paar Jahre später kamen die ersten Manager, A&Rs, Verträge hier, Verträge da, Songs in den Charts, aber das Konto am Marsch. Sie haben nach Fotos gefragt, wie bei einem Hollywood-Star. Sie haben nach Fotos gefragt, wie bei einem Hollywood-Star. Ja, Digga, ist nice, ohne Scheiß. Jetzt dreht sich quasi dieses ganze Blatt. Die erste Hälfte war so Kindheit, uns ging es so schlecht und so weiter und so fort. Und dann kam diese Wende, wo diese erste Kamera gekauft worden ist, von dem letzten Geld der Mutter. Das finde ich schön. Bei einem Hollywood-Star, sie wollen mein Leben kritisieren, aber reden nicht mit mir. Hab Gewinne verdoppelt und so Probleme minimiert. Hab Gewinne verdoppelt und somit Probleme, doch reden nicht mit mir. Probleme minimiert, ist nice. Verdoppelt und so Probleme minimiert. Meine Brüder früh verloren, also erzähl nichts von Problemen. Stimmt, ne, das war auch brutal, Digga, ohne Scheiß. Das wünsche ich auch niemandem, sondern auch die so eine harte Kindheit so auf einem sehr guten Weg. Ne? Sie macht ihr Geld definitiv. Man kann halten, wie gesagt, von ihr, was man möchte. So die Brüder sterben. Boah, Digga, das ist heftig, ohne Scheiß. Den Brüder früh verloren, also erzähl nichts von Problemen. Deswegen könnt ihr haten, denn ich hab eh nichts zu verlieren. Ich wollte nie sein wie ihr. Keiner hat's verstanden. Keiner von den Freunden und keiner von den Verwandten. Nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden. Und ist auch krass, ne? Wenn selbst nicht mal Verwandte oder so hinter einem stehen. Ist crazy. Nur die Mom. Dicker, 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 dicker. Mal hinter mir gestanden. Ließ mich blenden von falschen Diamanten. Jede Nacht dafür gebetet, genau als keiner da war. Schickte Gott mir einen Adler. Danke, Trilon, ganz egal, was passiert. Du stehst hinter mir, so wie ich hinter dir. Guck mal. Wird es auch kein Song sein, den ich oft höre. Ich sag euch, wie es ist. Dazu ist er mir einfach zu emotional und zu deep. Ich möchte nicht immer so auf diese hart emotionale Schiene runtergehen, so, ne? Das tue ich nur in sehr, sehr seltenen Fällen, so gerade wenn es mir vielleicht auch nicht so gut geht, so. Aber Dicker, ich werde danach meine Augen zumachen, den Song nochmal hören, ohne Scheiß. Sie haben keinen Plan, auf wie viel. Und ich rate es jedem. Die Bühnen nicht stand, psychisch erkrankt. Hört auf, ich bin müde, verdammt. Sah das Böse in den Menschen, denn sie lügen dich an. Ich nehme die ganzen Puzzleteile und füge sie zusammen. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Pussy Power könnt ihr gerne vorbestellen. Das war das Intro von dem ganzen Ding. Ich küsse euer Herz. Sehr schöner Song. 3 Minuten 53. Peace. Ciao, ciao.